Willkommen zu einem Roadmap-Update, dem Update vom 7.6.2022. Wir gehen mal gemeinsam den Artikel durch, denn wir haben da ein paar ganz interessante neue Sachen mit drin. Eins vorab, zu der deutschen Route, die angekündigt ist, gibt es keine weiteren Informationen, wo sie startet, wo sie endet, welche Loks damit dabei sind, das vorneweg. Ansonsten gucken wir uns mal den Rest davon an, denn ein paar ganz interessante Dinger sind damit dabei. Wir haben hier den ersten Punkt mit What changed this month, also was hat sich in diesem Monat verändert. In diesem Monat haben wir einen neuen Eintrag in der Roadmap, und zwar eine Lok aus dem Vereinigten Königreich von Rivet Games. Zu einem späteren Zeitpunkt wird dann bekannt gegeben, was das für eine Lok ist. Aber man weiß so viel, es ist auf jeden Fall keine Dampflokomotive. Ja, so viel dazu. Ansonsten, ja, Spirit of Steam, what's next? Thank you to everyone who has been enjoying and sending us feedback. Also danke an jeden, der uns da Feedback zum Spirit of Steam Update gegeben hat. Ansonsten, wer da noch kein Feedback gegeben hat, sehr, sehr gerne mal Feedback dalassen. Das hilft auf jeden Fall den Entwicklerinnen und Entwicklern. At present, we don't have new Steam Content on the Roadmap. Also aktuell gibt es jetzt keine Dampflokomotiven-Entwicklungen auf der Roadmap, weder Englisch noch Deutsch noch US-amerikanisch. We'll be spending the upcoming weeks refining the experience on Liverpool Lime Street Crew and building out the manual fireman functionality. Also es geht darum, erstmal Liverpool Lime Street nach Crew, also die Spirit of Steam Route bzw. Strecke. Das Erlebnis zu verbessern, und zwar unter anderem, indem man einen manuellen Heizermodus mit einbaut. We've seen a lot of requests for new layers and substitutions. We recommend using the full functionality of off-the-rails mode and the amazing work some players are doing with scenarios and liveries on the Creators Club to build out that Steam experience. Also es geht unter anderem auch darum. Es gibt wohl aus der Community ziemlich viele Anfragen, dass auch von anderen englischen Routen da die Layer mit reingebaut werden, und DTG wird ja gucken, was man da machen kann. You can expect the first set of post-releases improvements later this week. Also in dieser Woche gibt es noch erste kleine Änderungen, und zwar unter anderem gibt es da dieses, ja, das Klackern der Schienenverstrebungen, wenn man so möchte. Das fehlt nämlich aktuell noch. Teilweise, das wird damit eingebaut. Szenario Planner Functionality, also dass die 8F, die ja hauptsächlich im Güterzugdienst im Einsatz ist, mit den Personenzugwagen dann auch benutzt werden kann. Und dass der Auto-Fireman, also der automatische Heizer, die Default-Option for Console Players ist, also praktisch die von Beginn an eingestellte Option. Genau, so viel dazu. Hier ist dann angekündigt, dass ein großes Update für Great Western Express. Da werde ich jetzt nicht im Einzelnen mit drauf eingehen, weil das jetzt nicht mein persönlicher Fokus ist. Auf jeden Fall gibt es da ziemlich viele Änderungen. Wir sehen hier ein Bild mit der Class 166 oder 166, glaube ich. Unter anderem ist da jetzt auch hier ein Fahrgastinformationssystem mit eingebaut. Hier vorne die Tafeln sind jetzt benutzbar. Und zwar hier in Paddington. Ja, dann gibt es ein Medium Update, also ein Update mittlerer Größe von Northern Transpennine, wo es auch kleinere Änderungen gibt. Könnt ihr hier noch nachlesen. Der Link zu dem Artikel ist in der Videobeschreibung. Unter anderem funktioniert dann auch der Bahnübergang. Ja, auf jeden Fall schöne Bilder, ne? Kann man, glaube ich, so stehen lassen. Und Livery Designer Support für die Class 47-4. Okay, was gibt es besonders Interessantes? Das ist praktisch so das Herzstück der Roadmap, finde ich persönlich, und zwar neue Fahrpläne. Es wird hier so ein bisschen mit Joe geredet. Joe ist einer derjenigen, die ziemlich viel Magie beherrschen und da unglaublich krasse Fahrpläne erstellen können. Unter anderem Dresden Riser hat, glaube ich, Joe gebaut, oder auch London Commuter, beziehungsweise die englische Rush Hour Strecke, wo ja extremst viel
an KI-Verkehr eingebaut ist. Und unter anderem hat er gesagt, dass er, ich überspringe jetzt mal die ganzen englischen Bereich hier. Hier seht ihr es schon, dass unter anderem der Hamburger Hauptbahnhof jetzt deutlich gefüllter sein wird, weil jetzt viel mehr KI-Verkehr bald unterwegs sein wird. Dieses Update wird irgendwann kommen. Der Fahrplan wird da praktisch überarbeitet, mit sehr, sehr viel mehr KI-Verkehr, vor allen Dingen im Hamburger Hauptbahnhof. Das sieht halt schon deutlich realistischer aus, ne? Fehlt jetzt natürlich irgendwie, weiß ich nicht, so ein Flixtrain oder so, aber den gibt es halt natürlich nicht. Und ja, also das erinnert schon jetzt schon mittlerweile an Hamburg Hauptbahnhof. Und das wird auf jeden Fall dann irgendwann auch kommen. Wann genau ist, glaube ich, noch nicht klar. Aber hier sehen wir auch, dass verschiedene ganz interessante Formationen unterwegs sein werden. Hier haben wir so ein PBZ. Hier haben wir ein bisschen abgestelltes Rollmaterial. Das alles fehlt ja eigentlich noch, glaube ich, auf der Strecke. Und es gibt ein neues Teammitglied, Lukas. Lukas ist derjenige, der bei Dresden-Riesa den Abschnitt zwischen Dresden und Meißen gebaut hat, also dieser zusätzliche Abschnitt, der später dazugekommen ist, heißt also eine extremst hohe Qualität, geht, glaube ich, mit diesem Namen einher. Und Lukas ist mittlerweile auch Teil des Teams von DTG und kümmert sich hauptsächlich um den deutschsprachigen Content. Und hier gibt es so eine ganz, ganz kleine Andeutung, was er so halt machen möchte. Oder als Entwickler bei DTG. Oh, and try to get a Frankfurt route made. Also, wer weiß, eine Strecke aus Frankfurt würde er zumindest sehr gerne machen. Das ist jetzt keine, das möchte ich ganz deutlich so sagen, das ist jetzt keine Ankündigung in diesem Sinne, dass wir damit rechnen können, sondern es geht einfach nur darum, dass er gerne eine Frankfurter Route haben möchte. Was übrigens damit zu erklären ist, dass er selbst in Frankfurt ja, geboren wurde. Also ist ja klar, ne? Eigentlich möchte ja nahezu jeder seine eigene Stadt im TSW haben. Insofern ist auch klar, dass man dann sowas sagt. Aber wer weiß, sicherlich ist ja sein Einfluss nicht gering und möglicherweise Frankfurt, TSW, wer weiß, 2023 vielleicht wäre es was. Ja, ansonsten gibt es hier noch so ein paar Konsolenfixes. Die überspringe ich jetzt mal in diesem Sinne auch noch. An den Safe Games wird weiterhin gearbeitet. Und ja, hier haben wir es nochmal zu der deutschen Strecke als auch zu der US-Strecke. Gibt es jetzt keine neuen Informationen. Ansonsten haben wir hier die neue Lok, die von Rivet Games gebaut wird, die auch noch nicht bekannt ist, welche das ist. Sie, aus dem Vereinigten Königreich halt. Die Baureihe 420 von TSG weiterhin im Development. Da wissen wir jetzt auch noch nicht so genau, wann die kommt und wie. Ja, ansonsten, ich gucke gerade, ob hier noch irgendwas Interessantes zu sehen ist. Ja, also hier ist zum Beispiel eine kleinere Überarbeitung von Hamburg-Lübeck noch in Arbeit, unter anderem aber mit dem großen Fahrplan-Update und ein kleineres Update für Rhein-Ruhr-Osten. Und was ich persönlich noch ganz interessant finde, dass auch die LGW ein kleines Update bekommt, was auch immer das genau dann sein soll. Ja, ich würde sagen, mit diesem Bild hier bedanke ich mich fürs Zusehen und ich hoffe, es war informativ. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.